Leatherman Free T4 oder ein ganz normales Victorinox Schweizer Taschenmesser. Wenn du wissen willst, ob das cool ist oder das cool ist oder vielleicht sogar beide, da bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist nun dieser T4 Leatherman und ich habe den jetzt auf Amazon gekauft, ja, und einmal ein paar zwei Wochen getestet und möchte ihn dir vorstellen und dann den Vergleich eben zum Victorinox machen. Schau, das Ganze ist ein Einhandöffner, ja, das heißt, liebe Deutsche, ist nicht 42A-konform, weil er automatisch verriegelt. Da ist hier automatisch so ein Hebel. Der große Vorteil ist, ich kann das aber mit einer Hand machen. Klar, das geht beim Victorinox, ich packe es gar nicht aus, überhaupt nicht. Gut, dann eine weitere Innovation ist, du kannst hier an dieser Stelle, das geht alles mit einer Hand, ich greife da mit dem Daumen rein und kann die Werkzeuge, die es da gibt, zum Beispiel hier eine kleine Feile oder hier so ein Schlitzschraubenzieher, da ist auch da so eine kleine scharfe Kante drauf, ja, das kann ich mit einer Hand aufmachen und auf der Rückseite genauso, ja, da ist hier diese kleine Ausnehmung, du drückst rein, geht auf und dann hast du entweder einen Kapselheber für die Bierflasche oder Colaflasche oder was auch immer, einen Kreuz. Und auch der ist arretiert. Also alle Werkzeuge arretieren automatisch. Dann gibt es eben hier die Möglichkeit, das eben wieder zuzumachen. Klar? Gut. Also reindrücken, dann gibt es eine schöne Schere und hier einen ganz kleinen Schlitz, Schraubenzieher. Und da dieses, ich weiß nie, wie das heißt. Ja. Also ich habe das ein einziges Mal verwendet und zwar um eine Schnur. Das war so ein Knoten, den hat man nicht aufmachen dürfen und auch nicht können vernünftig. Und da bin ich mit so einem Ding, aber von einem Victorinox-Messer durchgefahren. Und dann habe ich da das kleine Schnürchen reingegeben und durchgezogen. Vielleicht gibt es auch noch was anderes, was man damit machen kann, soll so sein. Und an dieser Stelle ist es auch ein bisschen angeschärft, also Feuerstahlbedienung zum Beispiel. Gut, das ist dieses Messer hier. Und natürlich einen Clip, den du abnehmen kannst. Da gibt es hier hinten die Schrauben, da kann man durch. Ist alles gut gemacht, ist auch sehr stabil und erinnert von der Optik trotz alledem an ein Victorinox-Messer. Das heißt, er Zange ist nicht dabei. Das heißt, diesen Vorteil, den ich bei Leatherman zum Beispiel habe, bei den Tools, der ist hier ganz einfach weg. Und da stelle ich mir die Frage, ja, wie ist das jetzt mit einem ganz normalen Schweizer Taschenmesser? Das ist übrigens das Camping. Das sieht man gar nicht mehr. Das hat sich da abgearbeitet, weil das war eines meiner ersten Messer, die ich bekommen habe. Ja, da ist drauf eine Säge. Die habe ich hier nicht. Ist, soll so sein. Ist okay. Ist ja wurscht. Und es arretiert nicht. Ja, es arretiert nicht. Dann habe ich eine kleine Klinge und eine große Klinge. Ja. Ah, ich habe dann noch was vergessen beim Leatherman, da komme ich dann gleich dazu. Also die Klingen und ob das jetzt breiter oder länger ist, das spielt meiner Meinung nach überhaupt keine Rolle. Ja. So. Was hier fehlt bei diesem Messer, das ist die Feile. Dafür habe ich da die Säge. Ja, und früher gab es das nicht, gell? Da war es noch so, komm, wir müssen Flaschi aufmachen. Und da ist leider kein Kreuzschraubenzieher drauf. Aber das ist ein altes Modell. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht schon neue Modelle gibt. Übrigens, nur für alle, die mit meinem Survival Shop Kanal folgen, sehr bald wird es Victorinox Messer bei uns geben. Aber das ist eine andere Geschichte. Und hier da zum Beispiel ja eine Aale, auch wiederum mit diesem kleinen Loch dazu. Ja, genau da habe ich das nämlich gemacht und das durchgezogen. Angeschliffen, also mit dem kann man auch wirklich vernünftig arbeiten. Und eine Pinzette, das war ja immer ein ganz wichtiger Punkt für mir. Und da hat Leatherman nachgerüstet und das ist auch wirklich gut. Es ist auch eine Pinzette hier an dieser Stelle eingebracht und die ist genauso gut wie die von Victorinox. Da gibt es gar nichts. Da ist halt der Zahnstocher. Ja, da ist der Zahnstocher dabei, wo wir ja auch schon gelernt haben, dank Felix Himmler, dass man mit dem auch einiges tun kann, aber das einmal an einer anderen Stelle. Und er hat halt keinen Clip, sondern eben diese Trageöse. Also ja, die Frage ist, was willst du? Ja, das eine ist nicht besser als das andere. Dass ich halt hier mit einer Hand alles aufmachen kann, so auf cool, so auf... Ja, so. Ja, das ist cool, das ist wirklich cool, kann man dann auch wieder zumachen. Also das ist wirklich, das ist eine Innovation, das muss man zugeben. Die Feile, da wird der eine oder die andere jetzt bemängeln, okay, bei dieser Feile ist es jetzt so, dass die relativ klein ist, muss man aber fairerweise dazu sagen, ich habe in Wahrheit für so Kleinigkeiten, für so ein Urban-Tool, also ein Tool, was ich in der Stadt mit habe, nie was anderes gebraucht als so, also die lange, die ich zum Beispiel beim Search dabei habe, ja, oder die lange Feile, die es bei meinem Workchamp XL gibt, die brauche ich sehr, sehr selten. Ja, besonders bei so einem kleinen Teil, das ist ein Sackmesser, ist ein EDC-Messer, das man einstecken hat, wenn man unterwegs ist. Da muss man fair bleiben, weil selbst wenn da eine Feile drin wäre, wäre die auch nicht recht viel größer. Also das ist meiner Meinung nach nicht relevant, weil wenn ich wirklich, weiß ich nicht, ein Werkstück mit der Feile bearbeiten will, dann würde ich es eh nicht mit dem Tool. Das ist ja ganz klar. So, also
der hier, dieser Leatherman Free T4, ist schwerer, ja, gefühlt zumindest, ein bisschen schwerer als das Victorinox Tool. Und es ist halt die Frage, was du brauchst. Was ich wirklich, wo der hier wirklich die Nase vorn hat, das muss man sagen, das ist, weil hier ja, dieser Kreuz dabei ist, dieser Kreuzheber dabei ist, den habe ich hier an der Stelle nicht, da habe ich einen Flaschenöffner, was man wahrscheinlich in der heutigen Welt nicht mehr so häufig braucht, aber ich bin mir nicht sicher, ich muss nachschauen, die Victorinox-Lieferung kommt erst, ich bin eh schon ganz gespannt, ob es nicht so etwas auch hier gibt. Ja, in dieser Größe, nicht mit dem hier, sondern mit einem Kreuz. Es ist halt immer die Frage, was will ich tun, wo habe ich mein Tool dabei und was ist das Einsatzgebiet, und das ist meiner Meinung nach hier für die Stadt gemacht. Ja. Also für alle Outdoor-Fetischisten, das ist nichts, weil da habe ich keine Säge und gar nichts, da nehme ich mal Victorinox. Für den urbanen Bereich ist das auf jeden Fall in Ordnung. Ja, und es ist halt immer dieser Streit zwischen, was ist besser, Victorinox oder Leatherman, wo ich mich gar nicht einmische, weil sie haben beide ihren Platz und sie sind beide cool. Und es ist ganz einfach so. Ein Dosenöffner zum Beispiel, ja, den habe ich hier an dieser Stelle gar nicht dabei, weil man sagt, okay, die Dosen, die haben ja eh heute, vielleicht ist das eine amerikanische Einstellung, haben eh immer dieses Clip zum Aufziehen. Na, was ist, wenn es abbricht? Ne? Und also ich finde den hier super, das schon häufig eingesetzt. Also schwierige Frage. Lange Rede, kurzer Sinn. Weil die Frage nämlich übrigens auf Instagram gekommen ist, was ist besser? Die sind beide cool und es hängt einfach davon ab, was du magst. Den gibt es übrigens auch in Schwarz. Ja? Das heißt, wenn Rot dir das nicht gefällt, weil das so auffällig ist, gibt es auch in Schwarz. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir leider nicht sagen. Sie sind beide cool und haben beide ihre Berechtigung. So, wo kriegst du es? Also Victorinox, gebe ich da unten den Link natürlich in meinen Shop. Das ist alles hier billige Eigenwerbung. Leatherman leider nicht. Ja, Leatherman leider nicht. Gehst auf Amazon und kaufst das dort, direkt bei der Firma Leatherman. Das ist ganz einfach so. Und das kriegst du natürlich auch auf Amazon. Alles billige Eigenwerbung hier. Schreib mal einen Kommentar, was du sagst, wie dir dieses Free gefällt. Und schau dir mal die Preise an. Das Free ist deutlich teurer als das Victorinox. Und es ist halt die Frage, ob diese Innovation mit diesem Magnetteil hier hinten, das ist eine Magnethalterung, und diese Einhandbedienung, die wirklich gut gemacht ist, also das muss ich wirklich sagen, also an alle Victorinox-Fans, das ist wirklich gut gemacht, da kann man wirklich nicht sempern, wie man in Österreich sagt, ja, das geht nicht, das ist wirklich gut gemacht, ob die diesen Aufpreis, diesen deutlich höheren Preis zum Victorinox-Messer wirklich wert ist, das musst du entscheiden und auch deine Brieftasche. Daumen nach oben oder nach unten für das Video, da würde ich mich irrsinnig freuen drüber. Wie gesagt, Link zu den Produkten gebe ich da unten, Amazon oder eben bei mir. Herzlichen Dank fürs Dabeisein, dein Rainer Rossmann. Abo dalassen, da geht's zu mir in den Shop, ein anderes Video. Es hat mich gefreut, bis bald und ciao.